Das Grundeinkommen ist der Versuch, einen solidarischen Grundkonsens herzustellen, nämlich der da heißt, egal was du tust oder nicht, du bist erst einmal von der Existenzsicherung her, der Teilhabeermöglichung abgesichert, anerkannt. Und das gestehe ich jedem anderen solidarisch zu. Wir sind in dieser Gesellschaft weit davon entfernt, da werden wir dann darüber diskutieren, das ist klar. Aber dieses Grundeinkommen ist so ein Versuch, eine grundsolidarische Gesellschaft aufzubauen. Und da kann man dann nochmal über den Solidaritätsbegriff diskutieren. Viele verkennen ihn und sagen, das ist ein Reziprozitäts- oder Äquivalenzprinzip. Ich gebe dir 5, du gibst mir 5. Das ist die entfremdete Warenäquivalenz, die wir kennen aus der bürgerlichen Ökonomie. Das hat mit Solidarität nichts zu tun. Auch die Reziprozität, die im Sinne, ich gebe dir etwas, damit ich etwas bekomme. Auch das hat mit Grundeinkommen aus meiner Sicht mit Solidarität nichts zu tun. Solidarität kann aus meiner Sicht, und Sie begründen das, die Leute mit der katholischen Soziallehre, nur dann etwas wirklich Solidarisches, wenn es aus der Freiheit heraus solidarische Beziehungen gibt. Und nicht aus der Nötigung, die bis ins Existenzielle hineingeht.